Seid gegrüßt, euer Wolf Mengan hier zum 9. Part von Let's Play NHL 17 Be a Pro mit unseren Flint Firebirds. Und bevor es zum Spiel geht, wollte ich mal eine Kleinigkeit wissen. Und zwar, ob es eigentlich möglich ist, das ist nur die Nachrichtenzentrale, das Team während der Saison zu wechseln. Das würde mich nämlich brennend interessieren. Spieler bearbeiten, ich glaube nicht, dass das darüber geht. Wir gucken mal hier bei den Details. Wild Wing. Nein. Yep. Änderungen verwerfen. Über die Statistiken. Auszeichnung. Nein. Nee. Schade eigentlich. Das wär's doch jetzt gewesen. Hier nochmal beim Spielertraining gucken. Nein. Schade. Egal. Dann wechseln wir, jawohl. Gehen wir jetzt in das Spiel rein. Und zwar Barry Colts? Doch, Barry Colts gegen die Flint Firebirds. Oh Mann, war das peinlich. Also da muss ich sagen, das sollten sie vielleicht bei NHL 18 nochmal mit einbauen. Dass man auch in der BA Pro-Karriere während der Saison dann das Team wechseln kann. Muss ich sagen, das hätte noch was. Flint Firebirds versus Barry Colts zu Hause in Flint. Und da dürften auch gleich unsere Torhüter oder die Torhüter des heutigen Abends. Ja, abends, weil ich nehme es gerade heute Abend auf, also gestern Abend, wenn ihr es seht. Da haben wir Flint Firebirds. Okay. Das war jetzt etwas zu schnell. Skognamirio. Genau. Und zwar bei uns steht Kyle Kaiser. Oder Kaiser im Tor. Ja. Und da steht Ovsjannikov im Tor. Oh Gott. Ja, okay. So viel dazu. Auf geht's ins erste Bulli. Und die Firebirds verlieren hier. Gut weggecheckt. Schöner Pass auf Mengan. Der passt auf Sill. Ja, Sills. Rückpassversuch, aber nichts. Oh, Pfosten. Oh, 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 oh. Peters, bitten. Ah, Mengan zu kurz. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Live, also die Shiftlänge, nicht die Live-Länge, sondern die Shiftlänge, yes! Ja! 1:0 für Flint Firebirds. Oder für die Flint Firebirds durch Wolf Mengan. Übrigens nicht mit der Spielzeit übereinstimmen. Schönes Tor von Wolf Mengan. Jawoll. Ohne Assist. Okay. Weil da sind ja schon... Oh. Glück gehabt, drüber. Schöner Pass auf Connor Sills. Pass auf Mengan zurück.
Ah, Passversuch. Gut abgefangen von unserer Nummer 23 Sills. Und da ist das 2:0. Wir bitten. Jawoll. Siebte Saisontor für Will Bitten. Jawoll. B, C plus und C plus und Mengan und Silz die Assist. Peters. Wrestlewski und 3:0. Oh weia. Die Barry Colts werden hier ordentlich vorgeführt. Steven Seager mit seinem siebten Saisontor. Und damit 3:0 und das schon im ersten Drittel. Auf Zuspiel von Wrzeslewski und Peters. Zu null. Au, Backe. Steven Seager mit seinem zweiten Tor am heutigen Abend und dem achten Tor in der Season. Oh Mann, und Torwartwechsel. Seager durch Zuspiel von Henderson und Moore. Bully vor den Tor unserer Firebirds. Webster und Casey. Der Kaiser mit dem Save. Super, 11:17 noch zu spielen im ersten Drittel und es steht schon 4:0. Oh Mann. Und wieder Bully vor dem Tor unserer Firebirds. Bitten, Mingan. Oh, daneben. Sills schnappt sich den Puck. Auf Mingan. Drehschuss. Bitten. Webster, Mutton. Jupp. Und schön, Will Bitten. Anderson. Nathan müsste es, glaube ich, gewesen sein. Radrick. Sills. Mingan. Ja, schade. Webster. Sills. Bitten. Webster wieder dazwischen. Ja, okay, dazwischen ist etwas übertrieben. Stefano. Pfosten. Und Save von Kaiser. Eine Minute zwei Schiffslänge, 5 Minuten noch zu spielen. Ach, Nettinen heißt er. Okay. Seager. Seager über die blaue Linie. Und Save von
Bad Hust, glaube ich, heißt da. Oh Mann. Wrzelowski. Sieger schnappt sich den Puck. Oh, oh, oh. Angriff der Colts. Stockschuss und Save. Henderson. Moore. Oh Mann. Henderson. Wrzelowski. Bettus, glaube ich. Na gut. Und wir bekommen nochmal in dem Drittel eine Shiftlänge. Petersen, Mingan. Ah, Sills. Schön dazwischen gegangen von Sills. Verbitten. Peters, Bitten. Mingan. Ah, verschießt. Bitten nochmal mit dem Nachschuss. 3 Sekunden noch zu spielen. Und damit endet das erste Viertel. 1. Drittel. 4:0. Fortsetzen. Auf geht's zum 2. Drittel. Okay, warum jetzt die Aufnahmezeit länger dauert als... Na gut, egal. Schön, Bulli gewinnen. Peters. Bitten. Oh, da hat Mingan gerade richtig Glück gehabt. Schöner Save unseres Keepers. Wir hatten eigentlich schon lange keinen Check mehr. Peters, Pittman, Sills, Mingan. Ah! Und Save des Keepers, der Barry Colts. Ja komm, richtig nicht so oft, Mingan. War ein gut gemachter Spielzug. Ah ja. Oh, Bulli-Verlust, Webster. Bethost heißt er, glaube ich. Und da sahen wir den Top-Goalie, Top-Torschütze für die Colts. Pittman, Mingan. Und in die Fanghand von Bethost. Und wieder Bulli vor den Tor der Firebird, sage ich jetzt schon. Leichter Check, schöner Pass von Sills auf Mingan. Der Pass zurück auf Bitten. War es, glaube ich. Webster. Und abseits. ...15:9 noch zu spielen im 2. Durchgang. Schön abgefangen. Beziehungsweise abgefangen ist hier etwas falsch ausgedrückt. Eine Minute 6 haben wir schon in der Shiftlänge. Ich weiß noch nicht, warum das zeitlich nicht dann genau... Pittman! Jawoll! Pittman mit dem 5:0. B plus, C plus und B. Die Wertung des Keepers. Bitte was? Backchecking. Okay.
Oh, und eine Prügelei. Na. Und geh doch mal ein bisschen zur Seite. Na. Und unser Keeper, jawohl. Unsere Nummer 17 gewinnt. Sieger bekommt dadurch allerdings auch 5 Minuten for fighting. 5 Minuten wegen Kämpfens. Und Götz ebenfalls 5 Minuten wegen Kämpfens. Böser Track. Ah. Ups. Schön abgefangen. Schöner Pass auf Mengan. Na. Ah, schade. Oh, oh, oh. Und guter Save unseres Keepers. Und Icing. 9 Minuten 29 im zweiten Drittel noch zu spielen. Wolfmengan links außen. Oh, das war böse. Aua. 50 Sekunden haben wir schon in der Shiftlänge. Was mich etwas wundert, ist, dass wir hier dann nicht einfach auswechseln können, wenn wir es möchten. Sondern nur, wenn uns der Keeper, der Trainer, was habe ich denn ständig mit dem Keeper, sagt hier, Junge, du musst raus. Na gut. Kayser mit 12 Paraden. Pittman, Peters. Schöner Pass auf Mengan. Und Save des Keepers. 8 Minuten 1 noch. Da stand Mengan mitten im Weg. Bitten, Pittman, Mengan. Ah! Das wäre es doch gewesen. Schöner Pass. Wir müssen hier raus. B, A minus im Angriff, B minus in der Verteidigung und Teamspiel B. Na gut. Neun zu 14, was die Bulli-Gewinne betrifft. Pittman. Seager. Oh. Badenhorst. Na gut. Tatsächlich, Badenhorst. Na gut. Ich war nur gerade etwas verwirrt. Und ich weiß nicht, warum du wieder bis nach hinten anschlägst. Drzewski. Seager. Au. Seager. So. Wir wechseln uns nochmal rein. Nur. Drzewski. Mengan. Oh, lässt er sich doch tatsächlich den Puck wegnehmen. Guter Check. Aber Badenhorst mit dem
safe. Na gut, sei es drum. Mingard! Wieder safe des Keepers. Jetzt bloß keine 5 Minuten riskieren durch irgendwelche Schlägereien. Henderson, Zariarvi. Oh. Henderson, Witten. Und damit endet das Drittel. 1:0. So, B Gesamt, B plus Angriff, B minus Verteidigung und B plus Teamplay. Auf geht's ins Schlussdrittel des heutigen Spieles in der BA Pro Karriere. Heute Abend kommt ja noch NHL, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, die DEL. Ich hatte gepasst, aber macht nichts. Oh, gut abgefangen. Schöner Pass, Sills, Mingan und Bitten. Sills. Connor Sills. Auf Mingan. Ah, schade, das wäre es doch gewesen. Sills, Bitten. Oh. Letzte Drittel. Läuft. Und Bully. Vor den Tor der Flint Firebirds. Peters. Mingan. Sills. Mingan. Oh, Sills. Bitten. Sills. Fehlpass. Beziehungsweise durch mein Wegtracken aus Versehen. Schöner Pass auf Mingan. Da steht keiner. Aber auch die Barry Colts mit den ein oder anderen Schwierigkeiten. Sills. Mingan. Bitten. Jawoll. Will bitten auf Zuspiel von Connor Sills und Wolf Mingan zum 6:0. Zweite Tor am heutigen Abend. Schönes Tor. Und die Flasche auch noch runtergeschossen, aber den Erfolg haben wir ja schon. Das muss auch, glaube ich, der Spieler machen. Peters. Oh. Sills. Connor Sills. Ah, Mingan, was machst du denn da? Oh, keine 2 Minuten riskieren hier. Wegen Beinstellens. Oh, Pfostenglück gehabt. Oh. Na. Aua, voll auf die Niere. Grzelewski. Mingan. Ah. Und jetzt müssen wir raus. Ja, falsche Richtung. Ich glaube, das gibt einen langen Shift. Oh, doch nicht. Na gut. A im Angriff, B minus Verteidigung, Teamspiel B plus und dadurch Gesamt B. Oh. Sauber bleiben, klar. Grzelewski in der Vorwärtsbewegung, Sieger, Götz. Götze.
Und Casey mit dem Save. Jawohl, geht doch. Ups. Falls ihr das Gerumpel gerade gehört habt, ich musste mal ein bisschen das Mikrofon wegtun, weil es sonst nämlich zu laut würde. Nicht, dass hier die Anzeige die ganze Zeit bis nach hinten hochschlägt. Mingan wechselt nochmal rein. Peters, Mingan! Jawoll! Wo ist Mingan mit seinem zweiten Tor? 7:0. Zweites Tor am heutigen Abend. Insgesamt schon 11 Tore in der Liga geschossen. Schönes Tor. Schöner Pass von Peters und Moore. Pittman bitten. Schöner Pass auf Mingan. Ah, da konnte er nicht mehr passen. Ah, puh, Glück gehabt, Pittman. Mingan. Jawohl, 8:0. Durch unsere Nummer 23. Connor Sills, 9. Tor in der Saison. Oh, hoffentlich hat sich Connor Sills da nicht verletzt. Schön gesehen von Mingan. Nee, hat er sich nicht, Gott sei Dank. Und Pittman. Sills, bitten. Mingan. Und Sills nochmal mit dem Versuch. Aber eine Minute noch zu spielen. Stefan Sieger mit der kleinen Rangelei da am Rande. Stevens. Noch 49 Sekunden. Schöner Pass auf Mingan. Der Pass auf Bitten. Mingan. Und der Hattrick. Hattrick hält. Trophäe erhalten. 9:0. Oh, Backe. Wolf Mingan, 3. Tor am heutigen Abend und das 12. Tor. Und ich befürchte, ab nächsten Spiel dürfen wir dann die Schwierigkeitsstufe für die Pro-Karriere erhöhen. Mingan auf Zuspiel von Sills und Bitten. Oh, na, Backhand-Track war es, glaube ich, nicht. Schön, Pittman. Mingan. Oh. Pittman. Mingan. Noch 12 Sekunden zu spielen. Und weg damit. Nein. Verdammt, hätte ich noch eine Sekunde länger warten sollen. Dann wäre es nämlich rum gewesen. Wolf Mingan links außen.
Jawoll. 1:09 Shiftlänge. Die 1,8 Sekunden können wir noch auf dem Spielfeld bleiben. Und damit ist das Spiel zu Ende. Die Flint Firebirds schlagen die Barry Colts vernichtend mit 9:0. A plus Gesamt 100% im Angriff, A plus 100% und Verteidigung, okay, nur ein B, aber was soll's. Ein hervorragendes Spiel, A plus B, B plus im Teamplay, das heißt 1,5 Trainer-Feedback plus ein 0,2 Sieg-Feedback, Spiel-Feedback, finaler Multiplikator 1,7. Gute Arbeit, du hast alle deine Ziele erreicht. Das wird dir helfen, während deiner Karriere mehr Erfahrung zu sammeln. Und haben wir jetzt... Nein, wir haben überhaupt keinen Negativeintrag. Super. Die drei Stars am heutigen Abend. Wolfman Garn auf Platz 1 mit 3 Toren, 3 Assists und 5 Shacks. Will Bitten mit 2 Toren und 2 Assists. Und auf Platz 3 Connor Sills mit 1 Tor und 3 Assists. Wir gehen zurück in die Zentrale. Und gucken uns die Tabelle an. Soweit ich weiß, dürften wir weiterhin auf Platz Nummer 1 sein. Da haben wir es. Yep, Flint Firebirds. 10 Spiele, 9 Siege, eine Niederlage. Und morgen dürfen wir dann gegen... Yep. Unseren Liga-Konkurrenten, und zwar die St. Mary Greyhounds antreten. So, jetzt wollte ich hier bei den Statistiken nochmal was gucken, ob das eigentlich geht. Spielerstatistik, nee. Schade eigentlich, das geht nur für die Playoffs. Also nee, das sind nur Spielerauszeichnungen. Schade. Hätte ja sein können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play NHL 17 mit der Pro-Karriere. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Wolf Mingan.